Buenos dias und gut Kick aus San Sebastian, wo unsere Frauen ja am Freitag furios mit einem 9:1 ins Endrundenturnier gestartet sind. Und falls ihr die Tore nicht mehr so ganz auf dem Schirm habt, Mats ab! Da bekommt man doch direkt wieder Gänsehaut, wenn man die Bilder sieht. Und am Tag nach dem Spiel, da stand erstmal eins auf dem Programm, Regeneration. Zum einen natürlich körperlich ein bisschen die Frische wieder reinzubekommen, aber auch vom Kopf her. Deswegen war die erste Zeit Abschalten angesagt. Und ja, jetzt fahren wir langsam wieder hoch und bereiten uns jetzt auf die nächste Aufgabe vor. Schnell regenerieren, dass wir schnell die Akkus wieder aufladen und ja, quasi am zweiten Tag, sozusagen heute, ist dann direkt der Fokus schon Richtung Barcelona. Nach dem Sieg und der Regeneration hat sich das Team natürlich auch was verdient und deswegen gab es einen kleinen Teamausflug und wir waren für euch mit Kamera samt Mikro dabei. Aber genug der Regeneration und Erholung, denn jetzt geht's erstmal ab auf den Trainingsplatz. Aber bevor hier dann der Ball rollt, holen wir erstmal unsere Mädels vom Bus ab. Im Halbfinale geht's jetzt gegen den FC Barcelona und das ist eine Mannschaft, die sich wirklich auf absolutem internationalen Top-Niveau bewegt. Also in der Liga haben sie Atletico bereits hinter sich gelassen, haben die jetzt auch im Viertelfinale mit 1:0 besiegt. Letztes Jahr standen sie im Finale. Hallo. Und boah. Letztes Jahr standen sie da im Endspiel, da wollen sie dieses Jahr wieder hin und helfen dabei, soll unter anderem eine alte Bekannte, Caro Hansen. Neben Hansen sollten unsere Mädels aber auch drei weitere Akteurinnen ganz genau im Auge behalten. Die erste ist Lieke Martens. Die 27-jährige Niederländerin hat in ihrer bisherigen Karriere schon fast alles gewonnen, was man so gewinnen kann. 2017 wurde sie Europameisterin, Europas Fußballerin des Jahres und Weltfußballerin. 2019 kam dann noch die Vize-Weltmeisterschaft dazu und auf dem Platz besticht sie vor allem mit ihren Qualitäten im Dribbling und im 1 gegen 1. Die nächste Spielerin, die man besser nicht vernachlässigen sollte, ist Asisat Oshoala. Die 25-jährige Nigerianerin gewann unter anderem zweimal die Afrikameisterschaft und sie bringt eine ganze Menge Tempo und Aggressivität mit ins Barca-Spiel. Und die dritte im Bunde ist die bisher beste Turniertorschützin der Blaugranas, Alexia Putellas. Die 26-jährige gebürtige Katalanin spielt seit 2012 für den FCB und war bisher schon dreimal als Torschützin im Turnier erfolgreich. Ihre Qualitäten liegen vor allem in der Balleroberung im Mittelfeld. Everyone who woke up determined and vibrant. Experience is key, but it comes with some mileage. So have that mindset, if you want it, you got it. Cause even darkness breeds hardness. It might seem small, but it isn't harmless. So look into the light, this is why you sought this. At the end of the fight, you'll be glad you fought this. Every time they move left, then you move right. Ihr habt's gehört, spanische Spitzenmannschaft trifft auf deutsche Spitzenmannschaft. Und da wollen wir doch gleich mal wissen, wie wir das Spiel angehen. We should be aggressive. We should not let them be able to play the way they want to play. Win the balls and then attack the way we can attack. Use our physical strength and also our football strengths, of course. Und dann müssen wir aber auch versuchen, ja, viel Druck zu erzeugen. Sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Immer wieder aggressiv in die Zweikämpfe gehen und selbst versuchen, das Spiel zu dominieren und Ball und Gegner laufen lassen. Und dann, glaube ich, macht es keiner Mannschaft Spaß, hinterherzulaufen. Jede einzelne Spielerin, die hier in diesem Kader steckt und ich glaube auch
über dem Kader heraus, das Team hinter dem Team, die wir verfolgen alle dasselbe Ziel, nämlich so erfolgreich wie möglich zu sein. Die Titel, die zu holen sind, die wollen wir alle auch holen und darauf arbeitet und strebt die Mannschaft halt auch immer hin. Also sie geben im Training überall immer Vollgas und das ist dieser Charakter der Mannschaft, der uns am Ende auch dann immer erfolgreich gemacht hat bisher. Alles ist angerichtet fürs UEFA Women's Champions League Halbfinale gegen den FC Barcelona. Und das Beste, ihr könnt live dabei sein. Um kurz vor 20 Uhr starten wir am Dienstag den Livestream und hoffen, dass ihr dann zahlreich dabei seid und den Mädels von zu Hause aus die Daumen drückt. Bis dahin, macht es gut, euer Mike.